Leiden Sie an Übergewicht? Wir können Ihnen wirklich helfen. Das nachfolgende Video wird Ihnen präsentiert von www.unserekur.com. Hallo und herzlich willkommen bei Steinzeit, liebe Zuschauer. Den Zuschauern von NuWiso ist mein jetziger Gast schon lange ein Begriff und ich bin froh, dass er heute bei mir im Studio ist. Herzlich willkommen, Dominik Oerlitz. Grüße dich. Hallo Dominik. Wir haben uns schon mal getroffen, damals noch bei Nextworld. Da warst du Gast in Stuttgart und jetzt bin ich froh, dass du heute hier in Leipzig bist. Es gibt viel zu reden, es gibt viel zu erzählen. Du hast eine interessante Geschichte erfahren und heute sprechen wir gar nicht so sehr über deine Forschungen, über deine Boote und über deine ganzen Erkenntnisse, sondern vielmehr um ein spannendes Thema, um ein Feld, wo du dich gerade bewegst, mit der Juristerei auch zu tun hast. Es geht um eine Expedition oder eine Forschungsarbeit, die du gemacht hast in Ägypten, und zwar in der Cheops-Pyramide. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen erzählen, was die Vorgeschichte war zu deiner Erforschung von der Cheops-Pyramide? Ja, du sagst so schön, deine. Es war unsere Forschungsgeschichte von Stefan Erdmann und mir, der mich also schon im Dezember 2006 in Dresden im Verkehrsmuseum ansprach. Ich hatte bei vorangegangenen Forschungen in Ägypten an der Decke der Königskammer auffällige 18 schwarze Verfärbungen gefunden, wo sich eigentlich so keiner richtig dafür interessiert. Ich habe mich erst beim DAI in Kairo, die haben ihn aber dann zu den Ägyptologen zur Ministry of Antiquity gesandt, also ägyptischen Ägyptologen, mit denen er da auch mit dem promovierten Ägyptologen darüber sprach. Und der sagt eben, wissen Sie, das ist alles erforscht, machen Sie sich da keinen Kopf, da ist nichts zu finden an diesen schwarzen Dingen, wir haben da noch nie was dazu gehört, das ist uninteressant. Und so haben sie den Stefan Erdmann halt stehen lassen oder mit sich alleine gelassen. Stefan hat das Thema auch erstmal zur Seite gelegt und ich hatte ja von Dezember etwa bis März 2013 im Dresdner Verkehrsmuseum meine Abora-Ausstellung, wo es eben um viele wissenschaftliche Themen, auch zum Thema Ägypten, auch zum Thema Pyramidenbau ging. Ich habe das Thema Pyramiden eigentlich 1999 nach Abora 1 an den Nagel gehangen, weil man selbst Facharchäologen wie Professor Valerio Manfredi, ein italienischer Archäologe, der mit Thor Heyerdahl und mir versucht hatte, auf Sizilien 1999-2000 eine Pyramide bei Enna auszugraben. Wir sind da so mörderisch auf die Gusche gefallen, so muss man im Griechendeutsch sagen, dass für mich klar war, jeder, der sich mit Pyramiden beschäftigt, wird eben zum Pyramidioten. Und deswegen habe ich mich dann 2000 völlig aus dem Thema zurückgezogen, bis mich Stefan 12 Jahre später ansprach. Und so hat sich das Thema im Grunde genommen ganz sachte entwickelt. Mir war am Anfang völlig unklar, wie Stefan als Privatmensch dort so intensiv auch mit verschiedenen Instituten da an diesem Thema arbeitete. Aber er hat mir das ganz klar so belegt, auch mit Dokumenten, auch mit seinen Veröffentlichungen, mit seinen Büchern, mit seinen Filmen, die er auch produziert hatte, dass das scheinbar überhaupt kein Problem war. Er hat also, ich habe mir im Grunde genommen das auch vorlegen lassen, die Genehmigung, die er im Vorfeld hatte, habe auch mit den entsprechenden Leuten im Institut gesprochen und alle sagten mir immer das Gleiche, es ist alles okay, alles ist fein, es scheint legal zu sein, hundertprozentig Absolution konnte natürlich niemand sagen. Und im Vorfeld unserer eigenen Aktion hat auch Stefan, das hatte ich gefordert, mir die Genehmigung im Vorfeld gezeigt. Ich kann zwar kein Arabisch, aber wir haben im Grunde genommen mit unseren Kontakten die Genehmigung übersetzen lassen. Da war nichts Anrüchiges, dass es irgendwie schien, als wäre es nicht erlaubt. Und Stefan Erdmann ist auch im Vorfeld mehrere Tage vor mir nach Ägypten geflogen, um alles vorzubereiten. Und hat sich eben, das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, auch mit einem der betreuenden Inspektoren getroffen, die schließlich auch mit uns in der Pyramide waren. Das waren ja zwei Inspektoren. Und ich kann nur sagen, alle Evidenzkriterien schienen, dass es völlig legal war, weil Stefan hatte dem Inspektor, der übrigens an der amerikanischen Universität in Kairo promovierte, also es war nicht irgendwie ein Touristenführer, der für Bakschisch irgendwelche Geschichten über Himmel, Hund und die Hölle erzählt hat, sondern es war ein promovierender Ägyptologe, der ist genau eingewiesen worden an Stefans Bildschirm, wo wir proben wollen, was wir nehmen wollen, warum wir es nehmen wollen. Und das waren alles Dinge, wo ich dann 3 Tage später in Kairo landete. Wir kamen dorthin, wir wurden, genau wie es mir Stefan und sein kooperierender Tourberater erzählte, von Touristenpolizisten am Eingang des Gizeh-Areals empfangen.
Genauso wie es dargestellt wurde, wurden wir da am Eingang der Pyramide an zwei Inspektoren von der Supreme Consulate of Antiquity, also der Antikenbehörde, überreicht. Die haben von dem Moment an die Verantwortung getragen. Also am Eingang gibt der Touroperator seine Verantwortung an die Inspektoren ab. Und mit denen sind wir dann im Schlepptau plus zwei Touristenpolizisten an die Königskammer gekommen. Wir haben dann gesehen, als wir der großen Galerie durchwandert waren, dass da auch die zwei Leitern, die wir schriftlich beantragt hatten, diese E-Mails liegen vor, da waren, da haben wir uns schon gefreut, so, oh, alles okay, wie abgesprochen. Die Touristenpolizisten haben dann geholfen, die Leitern reinzutragen in die Königskammer, sind dann weggegangen. Die Inspektoren haben die Leitern zusammengebaut und dann ging es los. Das sieht alles nach einer super legalen Sache aus. Also ja. Zumindest kann ich so viel sagen, uns hat das Verhalten, die Umstände explizit und implizit gezeigt, dass wir im Bereich einer Genehmigung waren. Mhm. Alles andere muss ich sagen, wenn jetzt hinterher Vorwürfe kommen, kann ich sagen, ja, mea culpa. Bestimmte Dinge hätte man vielleicht noch anders prüfen können. Ich wüsste aber jetzt auch nicht, wie ich das hätte prüfen sollen. Denn ich sage mal, man hätte sich vielleicht für 5.000 Euro in Kairo einen Spezialanwalt nehmen müssen. Das wäre aus meiner Sicht die einzige Sache, die ich nicht gemacht habe. Aber wer geht denn davon aus? Ja, zumal der Herr Erdmann, also der Stefan, über so viele Jahre dort wirklich völlig ideologiefrei geforscht hat. Wo ich sagen muss, es muss ja möglich sein, Fragen zu stellen. Und wenn das bis dahin so war, dass es die Ägypter selber nicht gestört hat, was er dort tut, dann kann ich nur sagen, wo sollten wir davon ausgehen, dass 2013 im April das plötzlich anders war. Und ich meine, was auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, wir haben das in Vorinterviews auch bei Nuoviso schon auch erklärt, dass unser Inspektor später ausgesagt hat bei Vernehmung, er wurde auch zwei Tage vor unserer Aktion von Dritten angerufen, dass der berühmte deutsche Pyramidenverschwörer wiederkommt und er solle auf der Hut sein, weil Hawass und andere ihm was anhängen wollen bei dieser Aktion. Das okay. bedeutet eigentlich zweierlei. Erstens, dass man genau auf dem Schirm hatte, wer Stefan Erdmann ist und was er all die Jahre gemacht hat. Und zweitens, dass eben hier auf Kosten Dritter schmutzige Wäsche gewaschen wurde. Einerseits auf Schultern des Inspektors, der leider seit fast anderthalb Jahren im Gefängnis sitzt, aber auch auf unseren Schultern, weil sowohl Stefan ist ein seriöser Geschäftsmann, ich bin ein seriöser Wissenschaftler, promoviert. Ich würde doch niemals vorsätzlich in ein Bauwerk gehen, was auch noch UNESCO-Kulturerbe ist, um heimlich zu glauben, im Dunkeln, in einer Art Midnight-Crime dort irgendwelche Proben zu nehmen, um sie zu untersuchen und dann noch zu veröffentlichen. Aber nochmal zurück zu dem eigentlichen Vorgang. Was habt ihr da genau gemacht in der Königskammer? Ja, also ihr habt Leitern geholt und seid hoch an die Decke. Wie hoch ist die Decke? Knapp 6 Meter, also 5,80 Meter ist die Deckenhöhe. Und das ist ja entscheidend, darüber wird ja nicht gesprochen. Also nochmal zurück, Stefan hat sich, nachdem er das 2006 das erste Mal bewusst wahrgenommen wird, dass es dort auffällige schwarze Verfärbungen gibt, ja an Facharchäologen gewandt, die ihn nach Hause geschickt haben. Und für mich als, ja wie soll ich sagen, Experimentalarchäologen, der sich viel auch mit Pyramidenbau, aber eben auch mit technischen Rekonstruktion aus der Antike oder aus dem Altertum beschäftigte, war klar, wie bitte was, es sind 9 Deckenbalken. Jeder Deckenbalken hat seine 2 eigenen, klar abgegrenzten, symmetrischen Areale, die in der Farbe, in der Form, in der Größe nahezu identisch sind. Und das war für mich so ein Link, was der Stefan dir erzählt, klingt spannend. Da muss es irgendeinen, was auch immer gearteten, anthropogenen Hintergrund geben, technisch. Also ich wollte mich da nicht so weit rauslehnen, wie es der Stefan am Anfang tat, weil er hat ja auch im Vorfeld mit Jan van Helsing ja dieses Cheops-Lügenprojekt gemacht, ja, ja. wo es ja darum ging, die Waldhäuser-Theorie mit weiteren Argumenten zu untermauern. Also die Theorie, dass die Pyramide ein Wasserkraftwerk war. Eine Wasserhebeanlage zur Verdunstung, weil wir wissen, dass ja aus den Klimarekonstruktionen spätestens so ab der 3., 4. Dynastie endet ja die Feuchtwarmzeit, die wir in der Wissenschaft Subpluvial 2 nennen. Und von dem Moment an beginnt eigentlich die Sahara zu desertifizieren, also zu verwüsten. Mhm. Vor 4.500 Jahren, 5.000 Jahren muss man sich Ägypten ökologisch völlig anders vorstellen, wie es uns heute erscheint. Okay. Und aus diesem Grund war ja die Idee von Waldhäuser geboren, um diese Vertrocknung, insbesondere des Nildeltas, also das aufzuhalten, kam ja auf die Idee, dass die Pyramide, insbesondere die Cheops-Pyramide mit den Luftschächten, dass das Flutungsanlagen waren, wo man durch die große Galerie auf eine ominöse Weise Wasser gepumpt hat. Gehört jetzt nicht zu unserem Thema, aber was denkst du von dieser These? Ich halte sie für absurd, aus dem Grund, aus 2 Gründen eigentlich. Es ist viel effektiver, einen Stausee zu bauen.
viel einfacher, um eine große Fläche zu schaffen. Und nur mit einer Pyramide glauben zu wollen, eine Landschaft vor der Vertrocknung zu bewahren, das ist einfach schlichtweg also für mich als Naturwissenschaftler absurd. Ja. Dass Wasser im Bauwerk gestanden haben könnte, wird durch zwei Dinge offenbart. Einerseits haben die eben wirklich Salzkristalle gefunden in der unteren Felsenkammer, die nicht durch Grundwasser zu erklären sind. Also zumindest nicht durch Grundwasser, was durch den Fels austrat. Das ist ein Argument. Und Stefan Erdmann geht auch in der Zusammenarbeit mit gewissen Ägyptologen, die ich nicht nennen kann, weil ich sie gar nicht weiß, davon aus, dass der Herodot-Schacht, der also von Herodot 500 vor Christus überliefert wird, der schon erzählt, dass Wasser als einzigste Pyramide der drei großen Pyramiden die Cheops-Pyramide durch einen unterirdischen Schacht mit der Felsenkammer verbunden ist und dass dort Wasser gestanden haben muss. Ich kann nur sagen, ich kenne die Tonbandaufzeichnung, also ich kenne bestimmte Dinge. Dort gibt es Ägyptologen, die eine Lizenz haben, die meinen, dass das existiert. Ja. Und ich meine, wenn es nicht existiert, sehe ich auch kein Problem drin, einfach diesen Schacht vollständig auszugraben und der Weltöffentlichkeit vorzuführen, ob da ein Schacht ist oder nicht. Spielt nicht zu unserem Thema. Genau, aber ich will nur sagen, das ist aber ein Hauch von Zen, warum man sich so schwer tut, mit solchen Dingen offen umzugehen. Und ich meine, das war ja für mich auch der Punkt, wo mich letzten Endes meine Neugierde übermannt hat. Eigentlich hatte ich mir nach dem desaströsen Ende von Abora 2, wo wir mit viel Ärger, mit Zoll, ich wollte eigentlich nie wieder nach Ägypten. Ich habe mir dieses auch, bin auch wirklich 10 Jahre meinem eigenen Schwur treu geblieben, wo es mich schon hin und wieder mal gejuckt hat, Ägypten selber zu besichtigen. Aber ich hatte wirklich so sehr von den vielen Bürokratien die Nase voll. Man muss sich vorstellen, unser ägyptischer Projektmanager hat einen Nervenzusammenbruch bekommen. Der hat hinterher nach Abora 2 nie wieder mit mir gesprochen. Wo ich einfach nur sagen kann, ich verstehe den Mann, weil man wird verrückt, wenn man dort arbeitet. Zumindest mit vielen Behörden. Aber am Ende muss ich sagen, diese Beschreibung von Stefan, er hat mir ein paar Bilder gezeigt, war einfach zu verlockend, um dieser Spur als Wissenssuchender nicht hinterherzugehen. Vor allem, wenn es noch keiner vorher gemacht hat. Das ist ja Neuland. Und es schien eben auch wirklich, und deswegen muss ich sagen, wenn ich gewusst hätte, dass das Unrecht gewesen wäre, wäre ich nie mitgekommen. Und Stefan, ich muss Stefan Erdmann in gleicher Weise auch in Schutz nehmen. Ich habe Stefan wirklich viele, viele Wochen ja hinterher auch gesprochen. Warum wusstest du das nicht? Und bist du nie davon ausgegangen? Und er sagte, nein, ich habe die alle gekannt, die Oberinspektoren, die General Manager. Und das ist ein wichtiger Punkt, General Manager. Wir haben uns im Vorfeld mit denen getroffen, haben das besprochen, es war alles fein. Und ich muss hier noch eine weitere Lanze gegen Stefan brechen, weil man ihn ja mehrfach so als verschwörungstheoretischer Mensch dargestellt hat. Wir sind nach der erfolgreichen Beprobung der Pyramide durch ein Buch, was ich in Amerika 2 Jahre zuvor gekauft hatte. Stefan kannte es vorher, ich kannte es erst durch das Buch aus Amerika, das nennt sich Ägypten von oben. Wird genau besprochen in dem Buch, wie ein italienisch-ägyptischer Archäologe namens Guheim diese Kemenket-Pyramide ausgegraben und dort ein ungeöffnetes Pharaonengrab in der Pyramide also eben geöffnet hatte. Das war 1953 oder 54. Und das war unsere Idee, das würde doch perfekt zu unserem Projekt passen, diese Pyramide auch mal zu besichtigen. Also Sekhemenket ist der unmittelbare Nachfahre von Djoser, der Errichter der Stufenpyramide und der letzte Pharao der dritten Dynastie. Und dann kommen, ja wie gesagt, Pharao Snofru, der das glattwandige Pyramidenkonzept sozusagen erfunden hat. Und dann sind wir eben mit dem gesamten Tross, Kameramann Stefan Erdmann, unser Tourberater, zum General Manager des Saqqara-Plateaus gefahren. Und es war genauso, wie Stefan gesagt hat. Wir haben uns mit dem getroffen, wir haben uns vorgestellt, was das Cheops-Projekt ist, was wir machen, warum wir die Sekhemenket-Pyramide gerne besichtigen wollen, einfach um diese Befunde gegenüberzustellen, das dritte Dynastie, das vierte Dynastie, auch die Entwicklungsreihe im Pyramidenbau, um also auch die Argumente der durchaus berechtigten Ägyptologen mit ihrer Evolutionstheorie aus der Mastaba entwickelt sich die Stufenpyramide. Die Stufenpyramide wird insbesondere durch Snofru, also dem Vater von Cheops, in mehreren Versuchen umgewandelt zur glattwandigen Pyramide. Also auch, was dann die rote Pyramide als Vorgängerbauwerk der Cheops-Pyramide gilt. Und so haben wir uns bei dem General Manager von Saqqara eben als Privatforscher, ich zwar mit meinem Doktortitel, aber Stefan Erdmann als Privatperson geoutet,
Und er war überhaupt kein Zen von, das dürft ihr nicht, das könnt ihr nicht. Der Manager hat gesagt, hör zu, ich muss mal die Pläne von der Pyramide holen. Ich gebe euch jetzt einen Ägyptologen mit an die Seite, schaut euch die Pyramide mal an. Ich brauche eine Stunde einfach, um zu gucken, wie sieht das aus, wie können wir euch da helfen. Mhm. Wir sind dann eine Stunde von dem Ägyptologen durch Saqqara geführt worden, haben uns natürlich im Speziellen diese Pyramide, aber auch andere angeschaut, haben uns auch von dem Ägyptologen die Pyramiden der 5. und 6. Dynastie vorführen lassen, was insofern für das Cheops-Projekt wichtig ist, um eben also auch diese ganzen Baureihen in eine homologe oder analoge Reihe zu stellen. Weil das ist eben wirklich, was, wenn man es Architektion, also wenn man das aus der Geschichte der Architektur betrachtet, wo man eben wirklich sieht, in Lichtgeschwindigkeit entwickeln die Pharaonen ein Konzept und dann wird das eben mit dem Ende der 4. Dynastie völlig ausgebremst, wo man zwei unterschiedliche Bauwerkskonzepte erkennen kann. Ich muss dich auch kurz ein bisschen ausbremsen. Ich weiß, ich will nur sagen, wir kommen dort zurück. Ja. Der Manager sagt, alles fein, aber der Eingang liegt 7 Meter unter Sand verschüttet. Ihr müsstet in 2 bis 8 Wochen wiederkommen. Ich mache euch ein Angebot. Ihr kriegt vollen Zugang, volle Unterstützung durch mich. Wir waren kaum 4 Wochen zu Hause, kam die E-Mail rein, Preisangebot, Ausgraben kostet das, Besichtigung kostet das, Kameragenehmigung kostet das. Alles in allem waren es 2.500 Euro. Unterschreiben. Und dann geht's los. Mhm. Nichts anderes hat der Herr Erdmann all die Jahre gemacht. Genau. Und deswegen kann ich nur sagen, wer sich hier hinstellt und mit einem bösen Finger auf uns zeigt und sagt, ihr seid dort kriminell eingebrochen, habt euch unberechtigt Zugang geschaffen, dann muss ich jedem sagen, bitteschön, wenn das so gewesen wäre, warum haben uns dann die Aufsichtspersonen das tun lassen, was wir gemacht haben? Das sah ja alles nach einer ganz super safen Sache aus. Ja, und auch rechtlich abgesichert, weil mehr als bei den Vorgesetzten, diejenigen, die dafür durch ihre Ausbildung, aber auch durch ihren Beruf staatlich akkreditiert für den Schutz der Altertümer sind, spätestens die hätten ja uns stoppen müssen, sagen, stopp mal, wo ist eure universitäre Grundgenehmigung? Wo ist eure Ausfuhrgenehmigung? Mhm. Das ist eine Rechtsmittelbelehrung, die ich auch erwarte, wenn ich dorthin komme. Ich bin ja letzten Endes ja tatsächlich kein ausgebildeter Ägyptologe. Das hätte ich ja auch von unserem Touroperator und unseren Inspektoren und dem Sicherheitspersonal erwartet, dass die sagen, richtig, aber dafür müsst ihr das und das und das machen. Okay, also jetzt sind wir in der Pyramide. Ihr denkt, es ist alles in Ordnung, ihr stellt die Leitern auf. Nee, wurde uns aufgestellt. Okay, dann seid ihr hoch an die Decke und habt da Proben genommen. Dadurch, dass wir ja überhaupt keine Ahnung hatten, welche chemische Natur diese schwarze Schicht an der Decke der Königskammer hatten, haben wir die Leitern aufstellen lassen und ich bin dort erstmal mit Kopflampe und so viel Licht wie möglich hochgeklettert, um das Ganze durch Sehen, Betasten, Riechen eben mit meinen natürlichen Sinnen zu betrachten. Und das ist letzten Endes, was immer ausgeblendet wird. Alle reden davon, wir hätten in der Pyramide rumgehackt, völliger Unsinn. Wir haben also, nachdem ich dort hoch bin, habe ich erstmal festgestellt, unser Initialansatz, dass es möglicherweise eine Reste von Fackeln oder organischen Resten, Verwitterungsschichten von Holzbalken, weil es ja so dunkelschwarz auch von unten aussieht, aus knapp 6 Meter Entfernung, konnte man alles über Bord werfen. Ich habe seit einigen Jahren angefangen, mich intensiv mit antiken Kartografen auseinanderzusetzen. Und da habe ich viel gelesen über das Thema Anaximander von Milet, Thales von Milet, Eratosthenes, wie sie alle heißen, die alle beschreiben einen Effekt in den naturwissenschaftlichsten Worten, besser könnte ich es als Naturwissenschaftler nicht beschreiben, was die als Schwarzglanz bezeichnen oder Magnes, wie es Plinius gesagt hat. Nämlich eine schwarz-metallisch glänzende Schicht, die die Fähigkeit hat, Eisen anzuziehen. Und daher kommt das Wort Magnetiten zum Beispiel. Also Magnetit als Verwitterungsprodukt von Eisen oder eben Reaktionsprodukt. Das ist kein Rost. Und das war letzten Endes, als ich meinen ersten Gang an die Decke gemacht hatte, da fiel mir auf, ey Gott, das sieht ja aus wie Schwarzglanz. Also ich habe diese mit den Scheinwerfern mehrfach aus der Seite geworfen, habe das also geprüft. Letzten Endes das, was man eben in der naturwissenschaftlichen Ausbildung lernt. Geschmeckt. Ja, also wirklich, ich meine, es hätte ja auch ein organischer Film sein können, irgendwas. Und das war im Grunde genommen für mich dann der Auslöser, wo ich meine gesamte vorbereitete Testmethodik über Bord warf, weil ich hatte mich im Vorfeld mit Ägyptologen aus Turin, aber auch mit Spezialisten aus Dresden kurzgeschlossen. Wie gewinnt man eine unbekannte Patina, um das Bauwerk so wenig wie möglich zu
beschädigen oder eben, also so wie ein Chirurg würde sagen, so minimal invasiv zu arbeiten, wie es irgendwie geht. Und da kamen von allen Spezialisten, die ich konsultiert, und es waren eine Menge, ja, das Beste sind alkoholische Lösungsmittel. Also Propanol, Ethanol, solche, um das eben mit Wattepads von der Decke zu lösen. Als ich dann aber oben auf der Leiter stand und sah diesen Schwarzglanz, der also in der Antike bestens beschrieben wurde, dadurch habe ich das auch wiedererkannt, war mir klar, also eine metallische Schicht lacht sich tot über Alkohol. Also man kann es höchstens schön sauber machen, ja, aber wir hätten dort also wahrscheinlich so gut wie keine Partikel abbekommen. Und das war der Punkt, wo ich dann auf der Leiter beim ersten Besichtigen entschieden hatte, also unser vorgenommener Ansatz, den können wir über Bord werfen. Ich komme da leider runter, der Ägyptologe stand da und er fragt mich, was wollt ihr denn jetzt machen genau? Ich sage, das weißt du doch, wir wollen diese schwarze Patina untersuchen. Unser gesamtes Untersuchungsequipment lag auf dem Boden ausgebreitet. Sowohl die alkoholischen Reihen, aber auch Werkzeuge, weil ja nicht klar war, was passiert. Mhm. Und da zuckt er nur mit den Schultern, ach, okay, dann macht mal. Er ging zum Touroperator, der etwa 4 Meter weg stand. Die haben sich noch irgendwas auf Arabisch unterhalten, währenddessen ich schon meinen Krempel ein- und ausgepackt habe. Und dann rief er auf Englisch zu, ja, ich komme in 10 Minuten wieder, ich hole mal Wasser, dass hier nichts passiert, weil es war wirklich sehr warm, unangenehm warm. Wie heiß wird es da Luft, drin? Geschätzte bestimmt 35, 40 Grad Celsius. Oh, ja. Und eine Luftfeuchtigkeit, die eigentlich noch schlimmer war als die Temperatur selber. Also ich muss sagen, als würde man in einer Dampfsauna also arbeiten. Und deswegen leuchtete mir das auch. Er sagte, ich komme in 10 Minuten wieder. Ich bringe Wasser für alle mit, weil wir hatten in der Tat wirklich kein Wasser dabei. Einfach, ja. Und wir hatten ja 2 Stunden beantragt. 2 Stunden deshalb, weil die Chemiker uns empfohlen haben, damit wir von dieser unbekannten Substanz überhaupt was runterbekommen, die Einwirkzeit von 5 Minuten auf mindestens 10 Minuten zu erhöhen. So als hätten sie es geahnt, dass das eben was anderes wäre. Ja, ja. Und deswegen haben wir so gedacht, wir müssen mindestens 2, 3 ordentliche Proben gewinnen. Das heißt also 3 mal 15 Minuten, da sind wir schon bei einer Dreiviertelstunde an einer Probe. Und wir wollten aber gern mindestens eine zweite Zunge untersuchen. Und deswegen war das völlig klar, dass wir eben da längere Zeit brauchen. Und als der Inspektor sagte, ich bin in 10 Minuten wieder da mit frischem Wasser, war das für mich, ich dachte, der geht jetzt, kommt gleich wieder. Und da war das ja völlig d'accord. Also da war auch nichts abgesprochen. Zumindest ist mir nichts bekannt, dass es irgendwelche Absprachen gab. Aber durch diesen Wechsel der Untersuchungsmethodik, ja, war das im Grunde genommen, es dauerte Millisekunden. Das, wo ich dachte, dass es mehr als 10 Minuten dauert. In der Archäologie nennt man das Flaking. Also das ganz feine, mit dem leichten Meißel, also feinste Splitter absplittern, um eine Oberfläche zu untersuchen. Also wir haben da... Wir können das also auch mit den Bildern, die wir angefertigt haben und anfertigen ließen, zeigen, das sind Partikel in der Größe von 100 Mikrometern bis etwa 2-3 Millimeter. Also, aber es sind kleinste Gesteinsanhaftungen. Und insofern hat das keine 10 Minuten gedauert. Also ich war schon fertig, da war der Inspektor nach einer Viertelstunde wieder da. Insofern war das nicht geplant oder irgendwas, sondern es war reiner Zufall, dass wir nach einer halben Stunde mit Sachen gepackt haben. Auf unserem Gepäck saßen, eigentlich sind wir fertig. Was wollen wir noch hier? Und so entstand die Idee, jetzt haben wir die Genehmigung, die ist bezahlt, alles ist okay. Warum nicht den Inspektor fragen, nicht noch in die Entlastungskammern aufzusteigen? Das hat er auch mitgekriegt, alles? Ja, das hat der Herr Erdmann an den Tourberater so weitergegeben. Der hat, und das ist interessant, was jetzt gleich kommt, der hat das dann im Arabisch mit dem so kommuniziert, warum nicht? Und dann kam der Inspektor zu mir, einer von den beiden, und holte den Zettel aus seiner Brusttasche, aus seinem Hemd raus. Sagte, hier, deine Genehmigung. Damit kannst du überall hingehen. Es gibt keinerlei Einschränkungen. Du kannst auch in die Königinkammer. Ich sage, nee, ich will nicht in die Königinkammer. Wir wollen nochmal hoch in die Entlastungskammer und gucken, was wir da machen können. Und die Idee letzten Endes, dort auch Farbpartikel zu nehmen, ist uns wirklich, weil wir auch überhaupt nicht das in irgendeiner Weise im Sinn hatten, wirklich erst im letzten 3 Sekunden. Das war eine spontane Entscheidung. Wenn wir jetzt Oberflächenanalysen machen, in dem Fall von der schwarzen Patina, warum nicht von irgendeiner roten Inschrift, wo vorgehalten wird, dass das eben möglicherweise Fälschung sein könnten, von so einer Farbanhaftung kleinste Partikel mitzunehmen? Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich da alleine hochkomme. Ich wollte das gar nicht. Wir haben die Leitern so aufgrund der Kürze der Zeit. Das war das Einzige, was der Inspektor sagte, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber wir müssen, wenn die 2 Stunden vorbei sind, die Pyramide verlassen, sonst gibt es Ärger. Und deswegen
Ich dachte, gut, Leitern zusammengestellt. Wir haben die so unprofessionell zusammengestellt, dass es wirklich das Gefährlichste war, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Da war Abora Nordatlantik wirklich Sonnenscheinnummer dagegen. Da müssen wir jetzt mal kurz drauf eingehen. Viele Zuschauer wissen natürlich Pyramidenkonstruktion, Entlastungskammer oder so, aber für die, die es nicht wissen, über der Königskammer in der Cheops-Pyramide gibt es sogenannte Entlastungskammern, wobei das umstritten ist. Ja. Das sind große Granitblöcke, die übereinander keilförmig aufgetürmt sind mit Zwischenebenen. Und irgendeiner hat vor 150 Jahren mal an der Seite ein Loch gesprengt und ist da hochgegangen und hat angeblich einen Beweis gefunden, dass Cheops das Ding gebaut hat. Nämlich indem er da eine Hieroglyphe gefunden hatte. Das ist so die landläufige Meinung. Ja. Also meines Erachtens ist es Quatsch. Weil wieso soll da jemand eine Hieroglyphe reinmachen an einem Ort, wo nie wieder jemand hingucken kann? Ja? Das ist eben wirklich auch ein Punkt, wo man sagen muss, warum müssen wir als Privatforscher auf die Idee kommen, überhaupt das zu prüfen? Es ist so einfach mit der Physik des 21. Jahrhunderts. Dort an einer Stelle, die sowieso, weil durch die Jahrtausende, also vorausgesetzt, es ist authentisch. Ja, ja. Man muss sich das so vorstellen, das beschreibt auch Howard Weiss, der Entdecker der oberen vier Entlastungskammern und der Entdecker der wirklichen Inschriften von Cheops, weil die fünfte hat der das Loch gesprengt, oder? Nee, der fünfte, der eigentliche Entdecker ist Davison, ein Ingenieur im 18. Jahrhundert, 1769, hat der durch Klopfen gehört, da ist irgendwas oben drüber, es klingt wie ein Echo. Und dann hat er sich mit einer Menge Gunpowder, also mit Schwarzpulver, dort durch die große Galerie dort Zugang verschafft. Diese Kammer war steril, außer dass da eine Menge Dreck hinterher lag. Und 70 Jahre später kommt dann Howard Weiss und der merkt, und da oben ist noch was hohl. Also, und der hat dann die anderen vier Kammern entdeckt, die wir eben als Entlastungskammern in der offiziellen Lesart beschreiben. Ein französischer Ingenieur, der 1986 Zugang bekam, Jean Crusell, hat die Entlastungskammern Überlastungskammern getauft. Der hat also im Auftrag der ägyptischen Regierung dieses Bauwerk ganz genau vermessen, um nochmal den bautechnischen Zustand zu checken und natürlich auch Grundlagenforschung zu machen. Und Crusell hat eben für sich als Ingenieur festgestellt, dass diese Entlastungskammern als Entlastungsbauwerk keinen Sinn machen. Mhm. Aber das führt in eine andere Richtung. Ja. Auf jeden Fall, sie sind da. Und da gibt es diese Kartuschen. Es gibt vier Kartuschen. Ja. Und wir haben uns entschieden, ganz hoch zu klettern. Aber interessant war, wie ich da hochgekommen bin. Also die Inspektoren stellen uns die Leitern auf, wir klettern dort hoch. Stefan wollte nicht mit rein, weil er war schon einmal, dreimal dort oben und zum anderen wollte er an dem Tag nicht mit rein. Es war ihm auch wirklich sehr gefährlich. Und was hat das so gefährlich gemacht? Die Höhe, der Einstieg? Die Leiter war völlig unprofessionell angestellt. Ich habe es gesehen, die war mit so... Die hat auch zum Beispiel das Eingangsloch komplett verstellt. Also man musste schon ein bisschen klettern können, um also von der Leiter runter und sich dann durch den vielleicht 15, 20 Zentimeter schmalen Schlitz dort irgendwie reinzuquetschen. Und außerdem war das alles mit der heißen Zeitnadel gestrickt. Und als klar war, Stefan kommt nicht mit, habe ich wirklich nochmal runtergerufen zu den beiden Inspektoren, unserem Touroperator. Leute, ich möchte hier nicht alleine reinklettern. Ich erwarte, dass hier jemand hochkommt. Wir hatten es gar nicht auf dem Center dort zu forschen. Also wie gesagt, es war einfach nur, gut, jetzt haben wir den Zugang. Und dann haben sie gesagt, nee, es ist nicht schlimm, geh alleine, es ist nicht so gefährlich, wie es aussieht. Ich sage, seid ihr euch sicher? Ich sage, ja. Also es kam dann das, geh alleine, geh einfach ganz hoch und dann findest du Inschriften. So, und das heißt also, auch die haben spätestens dann gewusst, worum es ging. Und ja, man hat mich da völlig alleine mit unserem Kameramann durchklettern lassen. Und gut, wir haben dann gesagt, okay, wenn wir einmal hier sind, klettern wir natürlich ganz hoch. Und es ging nie darum, die Königskartusche zu beproben, sondern also die Kartusche, muss man auch dem Zuschauer sagen, es sind Hieroglyphen, die mit einer Art Seilschlinge, eben was man als Kartusche bezeichnet, eingekreist werden, um diesen Namen des Pharaos besonders, hervorzuheben neben den anderen Hieroglyphen, die dort in einer ganz komischen Art und Weise in den anderen vier Kammern dargestellt sind. Das Ganze kann man sich dann auch in unserem Film, das Cheops-Projekt, genauer anschauen. Wesentlich ist, unser Mission Definition war nicht, die Kartusche selber zu beproben, sondern irgendeine Farbanhaftung zu bekommen, die uns hilft, vielleicht zu verifizieren. Die meisten glauben ja, dass es Fälschungen sind oder zu falsifizieren, dass die Farbe eben unecht, sprich modern ist. Viele haben geglaubt, wir wollten die Farben datieren, aber auch hier muss ich sagen, ist völlig
unwissenschaftlich, so eine Behauptung, Farben bestehen aus anorganischen Komponenten und die lassen sich nicht datieren. Also nicht mit einer klassischen C14-Datierung. Und aus diesem Grund ging es uns lediglich darum, diese Diskussion anzustoßen, damit eventuell, wenn wir was finden, andere nach uns sich diesem Phänomen endlich mal annehmen und nicht einfach so eine Spekulation durch die nächste Spekulation ersetzen. Das ist ein super spannender Krimi. Kannst du es ein bisschen kompakter machen, wie das genau abgelaufen ist? Also du warst in der oben an der Kartusche und hast da minimalste Proben genommen. Nicht an der Kartusche, nein, wir sind da hochgeklettert, haben also uns dann eine Inschrift gesucht mit Scheinwerfern, die irgendwie authentisch aussah. Das, was ich da beprobt habe, war wirklich fast nicht mehr zu sehen. Also es war wirklich, man hat zwar die Farbe gesehen, aber ich kann auch, ich kann nur hinterher auf den Fotos sagen, was ich da geprobt habe. In dem Licht selber habe ich sehr wenig gesehen. Das war aber deutlich etwa anderthalb Meter von der sogenannten Königskartusche entfernt. Das können wir auch sehr schön zeigen. Und wie gesagt, auch dort habe ich, vor allem, das war interessant, auch wieder durch feinstes Abschaben eine hauchdünne Farbpatina abnehmen können. Ja. Interessant war aber, dass das Ganze, das hat sich später herausgestellt, alles mit Gips bedeckt war. Und das ist schon für mich wieder ein bisschen komisch, wenn ich die offizielle Lautbarung sehe, dass das ja Bauarbeiter im Steinbruch angemalt haben sollen, angeblich um die Platten zu markieren und eben auch ihren Pharao ein Stückchen zu wie sagt man, worshipen, also zu verehren. Muss ich sagen, stimmt irgendwas nicht, weil, wie gesagt, wir überall diesen Gips auch richtig optisch abblättern sehen. Also das Ganze ist mit weißen, Howard Weiss beschreibt das mit weißem Zement, aber wir wissen heute, dass es Gips. Und das ist im Widerspruch zu dem, wie wir es in den Geschichtsbüchern lesen. Das angemalte, im Steinbruch angemalte Platten sein sollen. Das kann nur nachträglich gegipst und dann in frischen Gips als Fresko eingemalt worden sein. Okay, verstehe. Auch ein Punkt, da wird gar nicht drüber gesprochen. Also ihr habt da diese Proben genommen, seid dann wieder raus aus der Pyramide und dachtet, ja, es ist alles in Ordnung, wir haben eine saubere Aktion gemacht, wir wurden offiziell begleitet, alles super safe. Wir haben das dann auch, wie gesagt, also als ich dann runterkam, haben wir das dann ordentlich verpackt, da waren die Inspektoren mit dabei, wir haben das alles im Grunde genommen soweit beendet, Sachen weggesteckt, das haben die alles gesehen und wir sind dann mit den Ägyptologen rausgegangen, da stand das Fahrzeug noch die ganze Zeit da. Wir haben uns dann freundlich von unseren Begleitern verabschiedet, sind nach Hause gefahren. Alles war gut, monatelang gut. Wir haben die Proben dem begleitenden Institut überreicht, die das dann in unserem Auftrag vom Stefan Erdmann untersucht haben, in gewohnter Weise. Wie gesagt, die haben viele Jahre schon zusammengearbeitet. Wir haben dann in meiner neuen Ausstellung, die war im Pyramidenpark, also im Galileo-Park in Lennestadt, einen Kongress organisiert, wo ich also auch andere Wissenschaftler, Kartografen, Archäologen, promovierte Wissenschaftler einlud, sich mit uns transdisziplinär mit dem Thema zu beschäftigen. Nur Wieso hat ja auch wieder darüber berichtet, eine Kongress-DVD überreicht. Wir haben dort den Rohschnitt des Cheops-Projektes, also unserer Dokumentation, gezeigt. Da muss ich sagen, das war nur ein Rohschnitt, weil wir den Leuten versprochen haben, wir zeigen euch was. Das war ein bisschen unglücklich in dem Film zusammengeschnitten. Da wurde so ein bisschen der Hauch erzeugt, als hätten wir tatsächlich die Kartusche beprobt. Aber das war einfach nur ein redaktioneller, wie soll ich sagen, Querschuss, wo ich sagen muss, ja, wir haben da, weil wir eh wussten, das wird so nie wieder gezeigt. Ich habe gesagt, komm, lassen wir es drin, zeigen es einfach. Müssen wir dann ein bisschen konkreter darstellen, dass es weit weg war. Aber letzten Endes hat dieser Film, der im Internet, auch auf YouTube war, hochgeladen wurde, dazu geführt, dass Osama Kara, der Pressesprecher der Ägyptischen Volksfront für den Schutz der Altertümer, also die nennen sich Egyptian Heritage Task Force, die haben diesen Film gefunden und das war etwa für Anfang Oktober, so wir hatten ja den Kongress 13. Oktober, das war Mitte, Ende Oktober. Das Material wurde dann aus dem Internet herunterkopiert und Zahi Hawass unter anderem übergeben. Und Zahi Hawass ist nicht irgendjemand, sondern das ist der letzte Pharao Ägyptens, wie ich im Buch gelesen habe. Man sagt zu ihm eher Neo-Pharao. Also das ist der langjährige Chef der ägyptischen Altertumsverwaltung, der da wie so ein kleinen Napoleon über das Areal herrscht, nur mit seinen Gunsten kommt man da irgendwo hin. So ein kleiner Diktator ist das, oder? Also so ein kleines Napoleon-Syndrom hat er auf jeden Fall. Okay, Und das war insofern schon aus mehrfacher Hinsicht interessant, weil zum einen hat er ja dann uns auf Schwerste beschuldigt, wir hätten die Cheops-Kartusche gestohlen. Also muss ich vorstellen, diese Inschrift ist senkrecht. Ja, also die ist senkrecht etwa so groß.
Also da hätte man schon ganz schön meißeln müssen, um diese Kartusche komplett von der Wand zu bekommen. Und eben, das ist eigentlich noch das fast Schlimmere, er hat uns eben beschuldigt, dass ein belgischer Pyramidenforscher namens Robert Bauval uns bestochen hätte, diese Kartusche zu stehlen und zu zerstören, um zu beweisen, dass die Juden König Salomon diese Pyramiden gebaut haben. Und das war natürlich alles totaler Quatsch, nicht haltbare Behauptungen, was er da aufgestellt hatte. Was glaubst du, was sein Beweggrund war? Ja, kann man natürlich, also was sein eigentlicher Beweggrund war, kann man nicht spekulieren. Aber wir kennen Zahi Hawass alle aus seinen sehr, sag ich mal, exzentrischen Filmauftritten. Bei National Geographic war er ja 10 Jahre lang Explorer in Residence und hat jedes Jahr 200.000 Dollar mal so backschischmäßig bekommen dafür, dass er eigentlich gar nichts mehr gemacht hat. Er wurde ja 3-mal entlassen während dieser sogenannten Revolution in Ägypten. Und für mich ist, also auch wie er sich geoutet hat, auch wie dann im Nachgang, das ist dann so auf Höhe Anfang Dezember 2013 bis Ende Dezember 2013 hat es mehrere Zeitungsartikel gegeben, wo sich Hawass öffentlich mit dem amtierenden Minister angelegt hatte. Und am 10. Dezember ist ein Filmbericht gekommen, wo der Minister ihn hinter die Schranken gewiesen hatte, wo er sagt, Hawass soll sich nicht so groß stellen, jeder wisse doch, dass die Kartusche schon 2006 beschädigt wurde. Mhm. Wir haben das dann später durch unsere ägyptisch neu gewonnenen Freunde so zugetragen bekommen. In dem Moment muss ich sagen, wirklich, ich habe erstmal am Anfang Bahnhof verstanden. Als die ersten Anschuldigungen durch die Presse tickerten mit den verschiedenen Pressemedien, haben wir sofort über Luke Bürgin, ein Freund in der Schweiz, Kontakt aufgenommen zu befreundeten Ägyptologen, wo wir sofort die Hose runtergelassen haben, wie sie aufgemacht haben, um also Kontakt mit der Antikenverwaltung zu bekommen, wo wir also noch im November dem Minister Mohammed Ibrahim volle Offenlegung gemacht haben. Also wir auf Deutsch und Englisch alles dargeschrieben, was wir wann, wo, womit, mit welcher Genehmigung gemacht haben. Daraufhin hat ja Hawass nochmal nachgelegt, hat nochmal einen zweiten Artikel geschossen, nochmal gegen den Minister. Und der Minister hat am 27. Dezember 2013 für mich eigentlich den Kronzeugenartikel in der Al-Aqam Weekly veröffentlicht, wo mit der Headline schreibt, ich werde die Deutschen nicht juristisch bestrafen, aber wenn es wirklich Ungereimtheiten gibt, werden wir juristisch den Touroperator, also unseren Reiseführer, zur Rechenschaft führen. Und dieser Bericht bringt für mich die ganze Sache auf den Punkt, was ich schon geschildert hatte. Uns wurde impliziert, dass wir eine Genehmigung haben. Es wurde von allen Seiten Unterstützung gewährt. Und ich kann nur sagen, und damit möchte ich auch einen Stock über den Ägyptologen, die uns da begleitet haben, brechen. Die haben auch gedacht, alles ist... Die sind der Meinung gewesen, das ist so okay, weil das hat ja der Stefan, aber auch viele andere Privatforscher seit Jahren dort praktiziert. Und deswegen sind die einfach davon ausgegangen, dass diese Genehmigung... eine völlig valide Genehmigung war. Der Sprecher der ägyptischen Heritage Task Force, Osama Kara, der vom Saulus zum Paulus umgeschwenkt ist, der sich heute mit mir bestens versteht. Wir haben ein ganz offenes Vertrauensverhältnis aufbauen können in den letzten 2 Jahren, wo der einfach erkannt hat, die Leute sind keine Kriminellen, die sind nie gekommen, um unseren ägyptischen Altertümern was Böses zu tun. Der hat mich im Grunde auch darauf aufmerksam gemacht, auf diesen Bericht von Mohammed Ibrahim, der es ganz klar auf den Punkt bringt. Wenn jemand verantwortlich war, dann ist es in erster Stelle, oder sind es in erster Stelle die beiden Inspektoren. Die haben in der Pyramide die hundertprozentige Verantwortung getragen. Das nennt sich obligatorisches Dienstrecht. Also wenn ich als Touristenführer Touristen führe und so ein Tourist macht irgendwas Dummes, dann ist nicht der Tourist schuldig, sondern der, für den auch die Genehmigung ausgestellt ist. Und an zweiter Stelle war es eben der Touroperator. Diese zwei Institutionen waren unsere, wie soll ich sagen, juristischen Träger. Die hätten uns sagen müssen, vor allem Stefan über die vielen Jahre sagen müssen, Herr Erdmann, es geht so nicht. Sie können ja gerne forschen, aber da müssen Sie das noch mitbringen und das noch mitbringen und dann geht das auch. Also auch in der Kommunikation mit der Antikenverwaltung, mit den Ägyptologen, mit denen ich später dann weiter verhandelt habe, auch um den Herrn Ibrahim klarzumachen, dass wir niemals gekommen sind, um illegal zu handeln. Haben uns lange mal, Leute, hättet ihr bloß noch mal anders gefragt, sondern warum? Für uns war ja alles klar. Es gab überhaupt keinen Grund, noch mal eine zweite oder dritte Genehmigung zu beantragen, weil Stefan Erdmann über die vielen Proben, die er genommen hat, die vielen Forschungen, immer impliziert wurde, das ist völlig okay. Und
Ich hatte ja am Anfang angesetzt, dass der Inspektor in der Gerichtsverhandlung eben ausgesagt hatte, dass er gewarnt worden war, dass Stefan Erdmann kommt. Mhm. Geht es um eine andere Geschichte, will ich jetzt nicht auswalzen. Aber das zeigt ja, dass man genau wusste in der antiken Verwaltung, wer der deutsche Stefan Erdmann ist, okay, was er gemacht hat, was er immer wieder auch nie abgestritten hat, in der Pyramide zu forschen, egal mit welchem hypothetischen Ansatz. Also jetzt ist dann da ein Stein ins Rollen gekommen, der sich verselbstständigt hat. So. Und naja, man muss eben wissen, was im Hintergrund gelaufen war, weil bis Ende Dezember schien die Kuh vom Eis. Wir hatten mit dem Minister ein offenes Verhältnis aufgebaut. Unsere Ägyptologe, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen will, damit er nicht in vermeintliche Schwierigkeiten kommt, mit dem wir also fast täglich ausgetauscht haben, weitere Bilder. Wir hatten den ägyptischen Minister noch im November das komplette Material angeboten. Leute, wenn ihr das wollt, ihr kriegt es sofort zurück. Und er kam, nein, brauchen wir nicht, dauert noch. Wir wollen erstmal klären, wer sind die Hintermänner. Und dann ist aber was passiert, was ich erst Monate später richtig begriffen habe. Nämlich diese Seilschaften um Hawass herum. Er ist ja gegangen worden, aber die meisten seiner ausgebildeten ehemaligen Studenten sind heute die großen offiziellen Vertreter, die eben an den Schalthebeln der ägyptologischen Macht sitzen. Einer ist Mohammed Abdel Farouk, ein ehemaliger Kollege von Hawass, allerdings auch schon älter, der also viele Jahrzehnte oder Jahre mit Hawass zusammengearbeitet hat. Der wurde mir auch schon von unserem Mediator immer wieder als aggressive Person genannt. Leute, wenn der geht kurz vor Weihnachten, hatte man mir so gesagt, hinterher, der geht in Rente. Wenn der weg ist, kriegen wir die Sache friedlich vom Tisch. Mhm. Ja, er ist verberentet worden, hat aber weitergemacht und hat dazu geführt, dass noch im Dezember, am 17. Dezember, eine Kommission von Ägyptologen und Inspektoren zusammengestellt wurde, die explizit nochmal unsere Probestellen untersuchen sollten. An der Decke der Königskammer haben sie komischerweise nichts gefunden, klar, weil wir haben ja im mikroskopischen Bereich beprobt. Die steigen am 17. Dezember 2013 mit Bildern herab und präsentieren der ägyptischen Heritage Task Force und der Supreme Consulate of Antiquity, also Antikenbehörde, und der ägyptischen Volksfront plötzlich Fotografien, wo 4 deutliche Meißelspuren zu sehen sind. In dieser Kartusche. Das hat sich alles ohne meine Kenntnis abgespielt. Und ich habe das am Anfang, wie gesagt, nachdem der Bericht am 27. Dezember von Ibrahim veröffentlicht wurde, nachdem, wie gesagt, wir so offen mit der antiken Verwaltung diskutiert haben, war mir das gar nicht klar. Ich dachte, das Thema wäre vom Tisch. Die wissen, was wir gemacht haben. Die wissen, wir waren definitiv nicht in der Kartusche. Wir haben den Filmmaterial, Bilder, alles zur Verfügung gestellt. Plötzlich brannte das so auf Höhe 14. Januar 2014 völlig neu auf. Eine neue Dame, die ich bis dahin nicht kannte, Monika Henner, auch amerikanische Universität in Kairo, hatten ein riesen Pressestatement, auch über Facebook und alle Medien. Die Deutschen haben sich an der Kartusche vergriffen. Sie sind Lügner. Mhm. Sie haben unser ägyptisches Nationalheiligtum, den heiligen Gral der Ägyptologie schlechthin, Fingerabdruck Gottes, könnte man fast sagen, geschändet und tun so, als wären es andere gewesen. Und da haben sie das erste Mal in der Presse die Bilder von diesem Inspektorenteam gezeigt. Mhm. Und ich dachte, was soll denn das? Wir waren das doch, es war doch alles klar zwischen denen und uns. Und dann hat man eben diesen Fall völlig in eine neue Richtung gedrängt. Es wurde also dann, wurde der Minister mit Sicherheit durch Hawass und seine Scharten in die Enge genommen, zeigt die an oder wir gehen gegen dich vor. Da muss es also noch interne Dinge geben, die wir alle nicht kennen. Also viel Geräusche im Hintergrund. Wo die untereinander sich selber in der Hand haben. Und das ist für mich hundertprozentig klar, dass sowas gelaufen ist. Weil warum sagt er am 27. Dezember, die könnten uns gar nicht anzeigen, wir waren gar keine Genehmigungsträger. Es ist juristisch völliger Unsinn, uns als die, wir haben es zwar physiologisch genommen, aber unter der Aufsicht der Ägyptologen und unter der vollen Kenntnisnahme der entsprechenden Aufsichtspersonen. Also deswegen war ist der Artikel für mich sowas wie ein Kronzeugenbericht. Und dann aber sind die Inspektoren am 16., 17. Januar alle inhaftiert worden, wo ich sage, wie bitte, was? Wenn, dann ist es der Touroperator, aber nicht die Inspektoren. Und lange Rede, kurzer Sinn. Und dann ging der ganze Aufschrei, da ging es erstmal richtig los. Mhm. Bis weit in den März, April wurden wir von oben bis unten beschuldigt, ja, diese Kartusche beschädigt zu haben, obwohl wir ja nun wussten, dass wir sie nicht beschädigt haben. Und das ist schon die Ironie des Schicksals, dass uns diese, sag ich mal, diffamierenden negativen Kräfte in Ägypten
Dinge in die Hand gespielt haben. Wir hätten nie danach gesucht, wenn die nicht. Glaubst du, dass da der Hawass vielleicht dahinter steckt, natürlich, dass er sich wieder ins Rampenlicht schießen wollte, so als er als Retter der Pyramide? So. Das hat er am 12. Dezember ganz klar in seinen Zeitungsartikeln gesagt. Schaut hin, der amtierende, Dezember, also 2013, okay, wo er gesagt hat, schaut hin, der heutige Minister ist nicht wie ich in der Lage, die Altertümer zu schützen. Ach so, okay. Ja. Und deswegen sage ich, also die Kardinalthese ist nicht, wie viele sagen, man wollte dann uns ein Exempel statuieren, das glaube ich fast nicht mehr. Also aus meiner Sicht ist dieser ganze Case eskaliert, weil eben es irgendwelche internen Reibereien zwischen Hawass und dem damaligen Antikminister gegeben hat. Wie ist denn jetzt der Stand des Gerichtsverfahrens? Also die Inspektoren sitzen im Gefängnis in Ägypten? Alle, also man muss sich dazu sagen, es sind ja nicht nur zwei Inspektoren. Unser Touroperator, zwei Inspektoren, die dabei waren, ein dritter Inspektor, der mit uns vormittags an der Chefin-Pyramide irgend so ein unterirdisches Grab besichtigt hat, der mit der ganzen Aktion überhaupt nichts zu tun hat. Und die zwei armen Touristenpolizisten, die uns am Tor empfangen haben und die Leitern reingetragen haben. Wo ich nicht mehr sicher bin, ob das dieselben waren, weil auch am Eingang der Pyramide haben noch weitere Touristenpolizisten auf uns gewartet. Aber aus meiner Sicht waren es die zwei, die uns auch am Tor abgefangen haben. Das heißt, da sitzen jetzt ein paar Leute vollkommen unschuldig im Knast. Seit wann? Seit 16., 17. Januar, wenn ich es richtig im Letztes Jahr. 2014. Das sind mittlerweile schon ein Jahr und drei Monate. In Ägypten im Knast? Nicht so schön. Und ich weiß es eben, weil wir eben wirklich in Kontakt auch zumindest mit unserem Oberinspektor sind, also der eben da die Rolle des bestausgebildeten Inspektors genommen hatte, kann ich nur sagen, es ist ein menschliches Desaster. Glaubst du denn, dass diese Geschichte sich jetzt nochmal neu aufrollt oder dass das Ganze dann auch rauskommt? Weil wenn das alles nur Lügen sind, wie du es jetzt plausibel erklärt hast, dann muss das ja irgendwann mal auftauchen. Das muss ja dann irgendwann mal... Ja, ich meine, das ist eben, wir sind ja erstmal alle von den Socken, wie hart der Richter überhaupt geurteilt hat. Also ich meine, wir haben es ja auch gegenüber der ermittelnden Behörde immer gesagt, was die wussten, welche Materialien, welche Mengen und welche Umstände dazu beigetragen haben, dass es so gewesen ist. Ja. Bist du selber eigentlich auch angeklagt worden? Ich bin selber auch angeklagt und verurteilt worden, in Ägypten. Okay. Ja, und in Abwesenheit, wie man das so schön dazu sagt. Und du darfst jetzt auch nicht nach Ägypten rein? Zurzeit kann ich nicht rein, aber ich hoffe, wir kriegen das irgendwann mal wieder geregelt. Mhm. Weil ich sag mal, kommen wir noch dazu. Der entscheidende Punkt ist aber, dass zum Beispiel ein Inspektor namens Hammam, der also vormittags mit uns zusammen war, dieselben 5 Jahre bekommen hat wie unser Tourberater oder unsere beiden Inspektoren, die tatsächlich an dem Abend uns supervised, also beaufsichtigt haben. Da kann ich nur sagen, wie bitteschön kann ein Richter übersehen, dass dieser arme Mann, der ja nun seinen eigenen Rechtsanwalt hatte, der dort ausgesagt hat, überhaupt nicht in den Crime involviert war, den man uns dort vorhält. Unabhängig davon, dass wir es nicht gewesen sind. Unser Kameramann von Noviso TV hat genauso die 5 Jahre bekommen. Ich kann nur sagen, wie kann ein Richter diesen Trugschluss, also diese Fehlurteile unterlaufen, welche rechtsstaatlichen Mittel wurden dort wirksam, um also dort Menschen zu 5 Jahren Lebenszeit zu verurteilen, die nun wirklich mit der Analyse, ob sie nun kriminell oder nicht kriminell waren, nun wirklich nichts zu tun haben. Das schreit quasi nach einem Pauschalurteil, dass hier nur auf Kosten Dritter was durchgewunken wurde, was also keinerlei Rechtsstaatlichkeit, keinerlei Juristerei entsprach. Und da muss ich schon sagen, das ist aus diesem Grund nicht akzeptierbar. Das ist ein Skandalurteil. Ja. Gibt es da Chancen, das auszugleichen oder aufzuklären, das Ganze? Man kann nur hoffen, dass also die rechtsstaatlichen Mittel in Kairo mittlerweile jetzt 3 Jahre nach der Revolution, nach dem Absetzen von der Muslimbruderschaft, dass sich das Land relativ schnell in sich wiederfindet. Und dass das Land endlich auch seine eigene Ruhe und Identität findet, zu schauen, wer ist Freund, wer ist Feind. Und ich meine, ich habe viele Freunde durch das Cheops-Projekt in Ägypten gewonnen, sowohl Ägypter als auch ägyptologisch interessierte Menschen in Norwegen, in Amerika. Und all die Leute geben uns die Hoffnung, dass Sisi, der jetzige Präsident, das schaffen wird. Ich habe mich ja mit dem Fall auch schon ein bisschen beschäftigt, habe die Artikel gelesen und so weiter, kenne natürlich die Quellen. Und ich habe da so eine eigene These, dass ihr da salopp gesagt einfach die heilige Kuh angepisst habt, indem ihr irgendeine Beprobung gemacht habt und es könnte sein, dass da etwas rauskommt, was das ganze Flaggschiff der Ägyptologie oder diese ganze altertümliche Weltanschauung quasi
auf den Haufen der Geschichte schmeißt, auf den Scherbenhaufen der Geschichte. Also sprich, man versucht an euch da ein Exempel zu statuieren, nur um alle Leute davon abzuhalten, beweisen zu wollen, wie alt die Pyramiden denn wirklich sind. Weil es, du weißt es ja selber, es gibt ja schon lange Vermutungen oder Forschungen in die Richtung, dass die Pyramiden viel, viel älter sind, wie man es uns eigentlich sagt. Denkst du, dass das vielleicht einer der Beweggründe ist? Mit Sicherheit könnte das ein Beweggrund sein, aber mir erscheint 10-mal plausibler und wahrscheinlicher, dass eben auf unserem Rücken Hawass und seine, sage ich mal, innovativen Kräfte, dass die gegeneinander kämpfen. Ja, ja. Weil ich sag mal, es war ja weitestgehend vom Tisch. Also ich hatte wirklich durch meine internen Kontakte zur antiken Verwaltung klare Kennung, wir werden uns einigen, wir werden uns friedlich einigen. Es wird niemandem nützen, da jetzt Leute ins Gefängnis zu stecken. Zumal ja auch der Tatbestand, der ja uns zumindest objektiv gegenübersteht, ein paar Milligramm einer schwarzen Patina und ein paar Milligramm einer roten Farbanhaftung, wo noch nicht mal klar ist, ob es wirklich ägyptisch ist, muss man erstmal dazu sagen. Mhm. Es ist möglich, dass es ägyptisch ist, aber es ist auch durchaus möglich. Der Vorwurf steht ja schon seit 150 Jahren im Raum, dass es nicht authentische Farbe ist. Britisch ist. Ja, britisch ist. Mhm. Also das hätte man uns erstmal dann bitteschön mit den Proben auch nachweisen müssen, dass sich eine authentische ägyptische Inschrift beschädigt hätte. Mhm. Aber da ist es ja nie dazu gekommen. Okay. Wie ist denn da der Stand der Dinge eigentlich? Also das Cheops-Projekt, liegt jetzt seit 2 Jahren auf Eis. Also alle warten jetzt, was auf die Ergebnisse des Fresenius-Instituts, glaube ich, herausgekommen sind. Und wie heißt das Institut, wo ihr das untersuchen habt lassen? Ist richtig. Was ist rausgekommen aus dieser Patina oder was kannst du als Wissenschaftler sagen? Was ist die Quintessenz? Also ich meine, wie so Stillruder See heißt es ja so schön. Aber wer Stefan kennt und mich kennt, weiß, dass wir da im Untergrund, nicht im Untergrund, sondern einfach weiter geforscht haben. Und es ist eben eine Menge rausgekommen. Und das ist ja leider, wo ich sagen muss, was im Ende gibt es nur einen Verlierer. Und das ist die Wissenschaft selber. Mhm. Weil ich meine, wir wurden ja dann, nachdem im Grunde genommen Anzeige gegen uns alle in Ägypten eingereicht wurde, auch in Deutschland angezeigt. Von deutschen Ägyptologen, die aber dann über Rechtsmittelbeschwerde den Strafbefehl von Kairo auch in Deutschland haben wirksam werden lassen. Nennt sich Haager Abkommen, wo also eine Straftat, die man möglicherweise als Bundesbürger auch im Ausland gemacht hat, die nach deutschem Recht auch in Deutschland eine Straftat wäre, muss die deutsche Staatsanwaltschaft ermitteln, als hätte der Fall in Deutschland stattgefunden. Wir hatten also dann, ich glaube es war 9. März oder so, Hausdurchsuchung, man muss sich das vorstellen, Im Institut, bei mir zu Hause in Thüringen, bei mir in Chemnitz, bei Stefan Erdmann und in der TU Dresden hat es Durchsuchungen gegeben. Also wer bezahlt das? Ich meine, es war ja alles klar. Also ich wüsste nicht, ich meine, hätten sie uns gefragt, gebt uns bitte die Proben, dass wir sie zurückgeben konnten. Wir hatten sie dem Minister ohnehin angesagt. Das Ganze kostet ja Steuergelder. Ich meine, es ist nicht einfach so, dass da mal 4 Beamte nach Chemnitz oder nach Thüringen fahren. Das kostet ja Geld. Meine Akte hat mittlerweile einen Umfang von über 580 Seiten. Ich kann nur sagen, Entschuldigung. Wer schreibt das? Das bezahlen wir letzten Endes alle. Wo ich sagen muss, hätte mich mal jemand gefragt, das hätte ich ja jedem bereitwillig erklärt. Mhm. Wir hatten es ja sowieso ins Internet gestellt. Also jeder hätte sich bloß unseren Plot auf Nuoviso anschauen müssen. Da hätte man nicht so eine riesen Akte anfertigen müssen. Aber nochmal, was sagt das Fresenius-Institut? Ja, interessant. Ja. Ich meine, ich würde nur sagen, für mich war ja von vornherein schon klar, was es ist. Weil ich hatte Geologie im Nebenfach auch in Jena als Biologiestudent belegt. Wir haben uns mit solchen Verkrustungen, weil wenn man Fossilien liest, muss man ja wissen, welche Steinformation das ist. Also insofern war es für mich war das Fresenius-Institut, es war ein maßgeblicher Faktor, aber es war vornherein schon klar, was es ist. Zumal wir in Deutschland mit dem Magneten über diese Substanz gegangen waren, wie das Plinius beschreibt, und dort sind einige dieser Partikel im Magnetfeld mitgetanzt. Das habe ich auch gefilmt. Das ist klar dokumentiert. Das Fresenius-Institut hat natürlich das untersucht mit allen Methoden der neuzeitlichen Kunst und Wissenschaft. Man hat also detektiert, dass diese Patina aus Eisen besteht. Also man nennt das Elementspektroskopie, wo man also die typischen im Elektronenmikroskop kann man eben auch Elementanalysen machen, wo man festgestellt hat, 97-98% dieser Substanz sind Eisen in irgendeiner Kombination. Wir haben dann die Partikel so untersucht, dass man die Gegenseiten, wo ja diese schwarze Schicht nicht dran war, untersucht hat. Und da hat man das typische Spektrogramm eines typischen
Asuan-Granit gefunden, da gibt es Veröffentlichungen, das kann man referenzieren, kann man sich auch bei anderen Granitbrüchen diese Spektren anschauen. Man sieht, aha, Eisen ist dort auch ein Begleitelement, weil viele haben uns ja vorgehalten, wir hätten nur das Eisen im Granit detektiert, was totaler Unsinn ist, weil ja, Granit enthält auch in gewissen Weisen Magnetit, aber vor allem Biotit und Hämatit, das sind ganz natürliche Begleitelemente im Granitstein. Aber die Schicht, die wir untersucht haben und an mehreren Stellen, hat immer wieder dieselben Signale wiedergegeben. Also in der Physik sagt man, ein Experiment ist in jeder Zeit reproduzierbares Ereignis. Wir haben das mehrfach reproduzieren können, dass in dieser Schicht Eisen drinsteckt. Und wie gesagt, mit dem Test, mit dem Magneten war es ohnehin klar. Man muss dazu wissen, andere Eisenoxide sind nicht magnetisierend oder wenig. Also das heißt, diese Dinge sind im Grunde genommen gut erforscht worden. Was aber ganz wesentlich ist, und das ist mir auch, das gehört auch zur Cheops, zum Cheops-Projekt dazu, das eine ist die physikalische Seite, das andere ist das Grundstudium. Durch die Kontakte, die wir durch Robert Bawal und andere Ägyptologen bekamen, sind mir klare metallurgische Studien zugespielt worden. Eine Studie wurde gemacht von dem englischen Labor 1942, die am Taltempel der Mykerinus-Pyramide die Reste eines Eisengegenstandes fanden. Weiterhin ist mir zugespielt worden ein Artikel aus England von dem berühmten Weißblech, oder besser gesagt, ein Eisenblech ist 1837 durch Hill gezogen worden, aus dem südlichen Entlüftungsschacht, der von der Königspyramide, also Königskammer zur Südseite zieht. Dieses Blech ist mehrfach metallurgisch untersucht worden und wurde mehrfach als authentisch deklariert. Man stellt uns in den beginnenden Veröffentlichungen so dar, als würden wir uns mit unserer Hypothese, dass man in der vierten Dynastie Eisen benutzt hat, in einem luftleeren Raum bewegen. Mhm. Und Görlitz würde darstellen, er hätte dort an der Decke Rost gefunden und man hätte nie solche Eisenfunde gemacht. Kannst du es in einem Satz nochmal zusammenfassen, was diese Flecken eigentlich sind? Das ist einfach nur eine Verfärbung der Zeit, oder? Nee, also diese schwarzen Flecken stellen möglicherweise die Abdrücke von ehemaligen Eisengegenständen dar, die sich im Laufe der Zeit an diese angelagert haben. Aufgrund dessen, dass diese Flächen aber unter das Auflager des Granitsteins gehen, müssen diese eisenhaltigen Patina-Reste bei der Verbauung oder bei der Vorbereitung der Pyramide an die Granitbeine gekommen sind. Und die Kartusche selber, was ist da das Ergebnis? Diese Farbanhaftung konnten wir leider nicht mehr untersuchen, aufgrund dessen, dass es wirklich so schwierig war, diesen Eisenbefund zu bestätigen, hat es in dem Institut einfach ewig gedauert, bis man den nächsten Schritt gemacht hat, weil man sich einfach hundertprozentig sicher sein wollte, dass man dort nicht auf eine Kontamination von außen eingegangen war. Und leider, wir haben eine Untersuchung, aber die ist zu indifferent, um zu sagen, dass die Farbe echt oder unecht ist. Also kann man nichts sagen. Jetzt. Kann man schwer was dazu sagen, außer dass es Hinweise gibt, dass er eventuell neuzeitlich war. Aber das möchte ich einfach nicht auswalzen, weil das viel zu unseriös ist da. Also das bleibt ein spannendes Thema. Ich hoffe mal, dass wenn wir uns vielleicht beim nächsten Mal wiedersehen, dass das dann ein gutes Ende genommen hat, vor allem für die armen Leute, die da unten im Knast sitzen. Also das hoffe ich sehr, dass das Ganze sich gut auswirkt und dass diese Forschungen vielleicht ja dann auch etwas Positives bewirken, dass dann mal eine wirkliche Expedition, also eine noch offiziellere Expedition in die Kammer reingeht und das Ganze dann untersucht. Ja, so sollte es ja in der Wissenschaft sein. Also neues Wissen muss altes Wissen vernichten, nur dann gibt es sowas, was man Fortschritt nennt. Ja. Und ich meine, für alle, die es interessiert, wir organisieren am 22. August am Galileo-Park in Lennestadt einen großen Kongress, wo wir also auch versuchen, richtige, also promovierte, studierte Ägyptologen einzuladen, Professor Rohl zum Beispiel. Wir arbeiten aber heute schon mit Spezialisten der Bergakademie Freiberg zusammen, wo ich mich wirklich ganz ernsthaft bemühe, diese Dinge in die metallurgische Forschung zu bringen. Okay. Also viel Erfolg dabei. Dominik, alles Gute und vielleicht fahren wir mal zusammen nach Ägypten. Das wäre auch eine tolle Reise, wenn das wieder klappt dann. Ich hoffe schon. Ja, alles Gute. Vielen Dank fürs Dankeschön. Interview. Ja. Danke fürs Zuschauen. Also der Thriller Cheops-Pyramide bleibt spannend, auch für die weiteren 5000 Jahre. So lange brauchen wir nicht, bis wir es aufgeklärt haben. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Steinzeit wieder. Alles Gute.